Ja, herzlich willkommen zum zweiten Talk in dieser Session. Ich bitte Sie, Ihre Plätze einzunehmen. Zweiter Sprecher in dieser Session ist der Christian Meyer aus Darmstadt vom Geoinformatikbüro Maximum, soweit ich weiß. Er wird Sie belehren zur, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, WagYu. Und da geht es um WebGIS-Anwendungen mit OpenLayers und Vue.js. Viel Spaß. Ja, herzlich willkommen. Danke für die Einführung, Marc. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich will Ihnen heute in dem Talk das Projekt WagYu vorstellen, und zwar, wie Sie wundervolle WebGIS-Anwendungen mit OpenLayers und Vue.js bauen können. Hier kurz die Gliederung, da springen wir kurz drüber. Letztlich werde ich kurz was zur Motivation des Projekts sagen, den aktuellen Stand und dann ein paar Beispiele zeigen. Ich stelle mich Ihnen kurz vor. Mein Name ist Christian Meyer. Ich bin von der Ausbildung her Geoinformatiker. Arbeite als Softwareentwickler und Softwarearchitekt, bin großer Open Source Enthusiast, arbeite aktiv an verschiedenen Projekten mit, bin zum Beispiel im Project Steering Committee und Kernentwickler vom GeoX-Projekt, was wahrscheinlich viele von Ihnen kennen. Bin des Öfteren auf Konferenzen, wie auch dieses Jahr auf der FOSGIS oder Phosphor.G International und halte dort Vorträge und bin auch bei der OSGEO engagiert und bin dort Foundation Charter Member. Aus beruflicher Sicht bin ich als Geschäftsführer der Firma Maximum hier. Wir bieten Dienstleistungen im Bereich GIS, Webmapping und GDI an. Natürlich alles auf Basis von Open Source Software. Wir erstellen maßgeschneiderte Softwarekonzepte und übernehmen deren Entwicklung, bieten auch Beratung und Schulungen für die ganzen Thematiken an. So, zunächst mal das Projekt, das ich Ihnen vorstelle. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal in der Lage waren, irgendwie ein Softwareprojekt einen Namen geben zu müssen. Ich tue mir da immer mega schwer. Zunächst hat das Ganze mit dem Arbeitstitel VueOL Web App Boilerplate angefangen. Das war schon irgendwie ein bisschen uncool. Dann haben wir das Ganze ein bisschen umbenannt. Was tut's denn? Ne? Erstmal dem ganzen Kind einen Namen geben: WebGIS with View and Open Layers. Und als ich mich dann entschieden habe, hier einen Talk einzureichen, habe ich gesagt, wir brauchen irgendwie was Kurzes, ein Akronym. Und daraus ist dann quasi WagYu entstanden, quasi mit dem Gleichklang, die Gourmets unter Ihnen werden es kennen, mit dem japanischen Rind. Hier mal eine kurze Abbildung. Kurzer Hinweis: Das Projekt an sich hat noch kein Logo. Also, falls jemand hier ist, der grafikdesign-affin ist, ich würde mich über einen Vorschlag sehr freuen. Zunächst, welche Motivation hatten wir, um das Ganze anzugehen? Ich wollte die Frage später in der Diskussionsrunde vorwegnehmen: Warum jetzt noch so eine Webmapping-Plattform? Es gibt ja schon jede Menge JavaScript-Webmapping-Frameworks, die irgendwie mit Angular und Leaflet und OpenLayers und React und so weiter in Kombination richtig gute Frameworks bereitstellen, um anspruchsvolle Webmapping-Applications zu bauen. Hier ein paar Punkte, warum wir uns trotzdem entschieden haben, nochmal was Neues anzugehen. Und zwar war der Aufhänger war mehr oder weniger ein Kundenprojekt und Vue.js war, ja, sagen wir so, mehr oder weniger gesetzt oder sehr präferiert vom Kunden. Und gleichzeitig haben wir in der Vergangenheit sehr viel mit GeoX gemacht und schauen uns aber oder haben uns Ende letzten Jahres verstärkt umgeschaut nach Alternativen. Das hatte mehrere Gründe. Zum einen die Lizenz, dass wir etwas brauchen, was keine GPL-Lizenz hat, so wie GeoX, um einfach ein bisschen flexibler zu sein in der Vermarktung. Des Weiteren wurde Zensha, die Firma hinter X.js, wurde verkauft. Weiß man auch nie, wie das so weitergeht. Plus, dass wir auch was ECMAScript-fähiges haben wollten. Also hiermit ist ECMAScript 6, das neue JavaScript mit der Modularisierung, wollten wir einsetzen. Da ist X.js auch noch und GeoX noch nicht so weit. Und das Ganze sollte irgendwie leichtgewichtig für alle möglichen Endgeräte sein. Das heißt, dass ich jetzt nicht unbedingt 8 Megabyte JavaScript über den Äther schieben muss, um eine kurze kleine Handy-Web-App mit einer Karte darzustellen. Also alles in allem habe ich irgendwie danach gesucht, oder so mein Konzept war, ein schlankes WebGIS-Template für unsere Anwendungen zu bauen, was quasi so als Starting Point für Kundenprojekte dienen kann. Daraus ist dann das Projekt WagYu entstanden. Wie gesagt, es ist kein Framework und keine Library. Ich würde es eher so als App-Template bezeichnen, was quasi die Fähigkeiten von Vue.js und OpenLayers kombiniert. Das Ganze ist unter einer BSD2-Lizenz. Der Code ist auf GitHub. Das heißt, Sie können sich das alles schon anschauen, runterladen, verwenden. Das Template an sich ist konfigurierbar über eine erweiterte HTML-Syntax, die Vue.js mitbringt. Werde ich Ihnen gleich noch zeigen. Es hat im Moment ein relativ kleines Set von wiederverwertbaren Komponenten, die man immer mal wieder so in WebGIS-Anwendungen braucht.
Und das Schöne ist, man kann es mit beliebigem JavaScript oder ECMAScript 6 Code kombinieren. Das heißt, wenn Sie Ihre Business-Logik, Ihre Erweiterung, Ihre App-Logik da reinbringen wollen, ist das quasi überhaupt kein Problem. Muss keine View oder kein View-Code sein. Sie können einfach normales JavaScript schreiben, was das Ganze sehr flexibel macht. Kurz Vue.js, eine der Vaterbibliotheken nenne ich mal, ist ein clientseitiges JavaScript-Framework unter einer MIT-Lizenz. Das hat letztes Jahr so richtig Fahrt aufgenommen. Ursprünglich war es von 2013. Wurde quasi von einem Entwickler gegründet, der bei Google gearbeitet hat und sich diese ganzen JavaScript-Web-Frameworks angeschaut hat, hier Angular und Konsorten, und meinte, das kann man irgendwie noch ein bisschen besser und vor allem einfacher machen, und hat quasi so eine Art Lessons Learned aus den alten Bibliotheken genommen und hat dann gesagt, das müsste ich besser machen, und daraus wurde dann quasi Vue.js. Was wirklich cool ist, es hat eine sehr einfache API und ist sehr leicht zu lernen. Also die Lernkurve ist sehr steil, das habe ich selbst auch gemerkt. Man hat quasi ein paar Direktiven, ein paar Konventionen, die einen aber nicht so einschränken, dass man jetzt nur noch für das Framework arbeitet. Also es fühlt sich alles sehr leichtgewichtig an. Das gesunde Maß, zumindest für meinen Geschmack, zwischen Paradigmen, was muss ich tun, um das Framework zu bedienen, und trotzdem noch alle möglichen Freiheiten zu haben, um einfach Probleme gelöst zu bekommen. Dass ich nicht mir selbst Probleme mache, indem ich ein Framework reinhole und dann um alle möglichen Dinge, die möglicherweise einfach wären, dann quasi mehr Probleme durchs Framework wieder reinkommen, wie wenn ich das nativ lösen würde. Das Ganze basiert auf dem MVVM-Programmierparadigma. Es hat ein Two-Way-Binding, wie auch die anderen Frameworks, Angular und React. Man kann Direktiven einbinden, es ist ein Vererbungskonzept hinterlegt. Und das Wichtigste ist, es ist komponentenbasiert. Das heißt, alles, was man quasi in Vue.js macht, kann man runterbrechen auf wiederverwertbare Komponenten. Meistens im UI-Bereich, also quasi visuelle Elemente, die ich mehrfach wiederverwenden kann. Und ich möchte auch noch dazu sagen, das soll jetzt irgendwie kein Bashing auf andere Bibliotheken, React oder Angular oder so sein, die sind alle super, nur Vue.js hat sich für uns in dem Moment, Ende letzten Jahr, einfach richtig angefühlt und hat genau das gebracht, wonach wir gesucht haben. Open Layers, das kennen wahrscheinlich die meisten, halte ich mich sehr kurz, ist eine der Open Source JavaScript Mapping Libraries. In sehr vielen Projekten eingesetzt, sehr vielen Produktivprojekten, ist ein sehr aktives Projekt, ist auch ein offizielles OSGEO-Projekt, macht es relativ einfach möglich, verschiedene Daten- und Layer-Quellen in eine sogenannte Slippy Map, also so eine interaktive Webkarte zu bringen, hat viele Steuerelemente, Interaktionen, um mit den Geodaten zu agieren, ist einfach eine super Bibliothek und ist bei uns mehr oder weniger gesetzt für alle Webmapping-Projekte. Wie haben wir das jetzt zusammengesteckt? Ich habe das mal versucht, hier in eine kleine Grafik zu machen. Vue an sich, hatte ich ja schon gesagt, ist im Prinzip mit Vue.js, was uns quasi die UI-Komponenten bringt und das Programmierparadigma, Open Layers für das Mapping, und streng genommen haben wir noch eine dritte Bibliothek drin, das ist Vueify, das ist quasi eine Vue-Implementierung von Material Design, dass das Ganze ein bisschen hübsch aussieht und dass wir Basiskomponenten, die man immer wieder braucht, nicht noch selbst machen müssen, also irgendwelche Buttons und irgendwelche Toolbars sind da quasi schon vordefiniert als Vue-Komponenten drin, auf die wir dann aufbauen. Das hat es einfach ein bisschen leichter gemacht, schnell respektable Ergebnisse zu bekommen. Des Weiteren, die Hauptkomponente von WebGIS-Anwendungen bleibt nach wie vor die Karte, und letztlich ist das Hauptelement, wie bei anderen Webmapping-Bibliotheken auch, ist quasi der Wrapper von der OpenLayers-Karte in die Vue-Architektur. Das ist letztlich das Hauptelement, was quasi so auch der erste Schuss war, was man immer als erstes macht, wenn man quasi mit Open Layers eine neue UI-Bibliothek probiert. Man muss erstmal die Map irgendwie reinbekommen. Wenn man das hat, ist man schon zufrieden, weil alles Weitere ist dann irgendwie nur noch so Dienst nach Vorschrift gefühlt. Dazu haben wir quasi ein App-Template, das ist einfach eine vordefinierte Datei, die alle Imports von unseren Komponenten hat und ich quasi konfigurativ über HTML-ähnliche Syntax sagen kann, welche Komponenten, welche Werkzeuge denn in meiner Anwendung landen. Das Ganze wird über einen Build-Prozess, wie das heute üblich ist, in ECMAScript zusammengebaut, komprimiert, dass Sie das vor der Produktionsstellung in kleiner Form möglichst effizient an den Browser ausliefern können. Das Ganze ist auch Unit getestet und wir benutzen ESLint, um unsere Codequalität hochzuhalten.
Prinzipiell muss man sagen, die unterstützten Layer-Typen sind natürlich alle möglich, die Open Layers unterstützt. Da ich aber quasi im ersten Wurf, ich sage bewusst im ersten Wurf, eigene Wrapper-Komponenten geschrieben habe für die Layer-Typen, habe ich mich jetzt erstmal auf ein Subset konzentriert. Der Hintergrund war, dass man das quasi über diese View-Syntax konfigurativ einbinden sollte. Ich werde auch gleich zeigen, wie das geht. Wenn wir jetzt mal schauen, also wir können WMS, XYZ für Tiled Layer, Vector Layer im GeoJSON oder KML-Format, können Vector Tiles, was ziemlich cool ist und ziemlich angesagt ist im Moment, und können uns die OpenStreetMap-Kacheln laden. Wenn ich jetzt wollte, könnte ich jetzt noch mehr Formate unterstützen, aber gegen Ende des Talks zeige ich Ihnen, dass das dann auch gar nicht mehr notwendig sein wird. Dass wir zukünftig einfach alles, was Open Layers kann, auch direkt unterstützen. Welche Komponenten gibt es bisher? Wir haben so eine Art Layer-Switcher, um einfach die Visibility, Sichtbarkeit von Layern zu steuern. Wir haben ein Messwerkzeug, ein Selektionswerkzeug für Vektordaten, kombiniert mit einer Attributanzeige, Koordinatenanzeige, haben eine generische Toolbar, um quasi die Werkzeuge zu orchestrieren, ein kleines Hilfefenster, wo Sie eigene Texte einbringen können und ein Logo-Element. Die Liste ist noch relativ kurz, das Projekt ist sehr jung. Das war aber auch mein Ziel, warum ich das hier vorstelle. Ich möchte das einfach bekannter machen, damit vielleicht mehr Input auch von außen kommt, damit quasi die Liste der Komponenten einfach mit der Zeit wachsen kann. Hier mal das einfachste Beispiel, wie ich quasi so eine App mir konfigurieren kann. Wie Sie sehen, sieht das, wer schon mal HTML gecodet hat, sieht, dass das relativ ähnlich ist, dass ich das quasi das View-Templating eine Art erweitertes HTML ist. Und nehmen jetzt die allereinfachste Anwendung, die denkbar ist, zu konfigurieren, muss ich einfach nur sagen, hier ein Tag WGU, das ist der Namespace für WGU, ein Map-Element, kann hier meine Zoom-Stufe und mein Center definieren und gebe ihm als Kindobjekt ein OSM-Layer rein. Und das Resultat ist dann quasi sowas. Das ist letztlich im Prinzip einfach nur eine Open-Layers-Karte mit einem OSM-Layer. Das könnte man auch mit nativem Open Layers machen, ist aber der Startpunkt, um dann so sukzessive sich seine Anwendung aufzubauen. Wenn ich jetzt quasi ein paar Werkzeuge einbinden will, die oben in der Toolbar orchestriert sind, dann hänge ich halt einfach hier einen weiteren Tag, der heißt Toolbar Items ein und kann dann die Elemente, die ich eben aufgezählt habe, einfach reinhängen. Das ist jetzt hier quasi mal die Layer-Liste, also der Button, um diese zu öffnen, das Messwerkzeug und die Hilfefunktion. Und dann wird quasi daraus direkt die Anwendung hier erzeugt. Das heißt, wir haben hier oben so eine Art Toolbar mit einem kleinen Titel und können dann hier über die Knöpfe einfach die Fenster öffnen. Das Grundprinzip vom Layout, das mache ich sehr gerne, ist, dass die Karte mehr oder weniger Fullscreen ist und alle weiteren Werkzeuge, Elemente als Overlays drüber gelegt werden. Es ist auch so, dass Sie die dann verschieben können und sich quasi Ihren Viewport selbst arrangieren. Nichtsdestotrotz könnte man auch andere Layouts wählen, dass man irgendwie fixe Seitenelemente oder keine Ahnung hat. Das ist aber so das Standard-Setup, was wir oft bei Kunden einfach bringen, dass die Karte, das zentrale Element, den größten Platz bekommt. Ich hatte es eben kurz angesprochen, wer aufgepasst hat. Die Konfiguration über diese HTML-ähnliche Syntax hat den Nachteil, dass sie quasi mitkompiliert wird. Das heißt, wenn ich das Ganze produktiv ausliefere, beim Kunden oder das bei mir auf den Server stelle, wird quasi diese HTML-ähnliche Datei mitkonfiguriert und verschwindet irgendwo in der Anwendung, in diesem Bild. Das heißt, hinterher, nach der Produktionssetzung, könnte ich das nicht mehr verändern. Das ist in Ordnung und als JavaScript-Coder oder als Entwickler kann ich natürlich auch damit rumspielen, kann die Konfiguration ändern, startet den Build-Prozess, das ist alles nicht so wild, aber letztlich möchte ich vielleicht auch bei einer deployten Anwendung hinterher nochmal ein Layer dazunehmen, ist ja kein so seltener Use Case. Deswegen bin ich dann gerade dran, diese Konfiguration auszulagern in eine JSON-Datei und diese JSON-Datei wird nicht mitkompiliert, die liegt dann einfach als Konfiguration daneben, sodass ich dann weiterhin Layer-Tools quasi on the fly dazunehmen kann, ohne die ganze Anwendung neu zu bauen, neu zu deployen. Somit können auch Nicht-Coder, also irgendwelche Administratoren beispielsweise, einfach mal so eine Anwendung aufsetzen und sich zurecht konfigurieren, ohne wirklich zu programmieren. Also eine JSON-Datei ist relativ gut lesbar und kann man auch ohne einen Coder, also Programmierer zu sein, gut handeln. Und der nächste Schritt perspektivisch wäre dann natürlich wieder so eine Art GUI-Builder, also quasi wiederum eine Anwendung, wo Sie per Klick
einfach festlegen können, welche Elemente sie haben wollen. Und die schmeißt uns dann die JSON-Konfiguration raus und die können sie dann neben ihre Anwendung legen, sodass sie quasi gar nichts mehr mit der Technik zu tun haben und das komplett konfigurativ über Oberflächen machen können. Ja, so könnte das beispielsweise aussehen. Ich bin da gerade dran, das ist Work in Progress. In meinem persönlichen GitHub-Account ist der entsprechende Branch, ist hier verlinkt. Wer da mal reinschauen will, kann das gerne tun. Bin da auch gern für Feedback offen und gegebenenfalls auch für Anforderungen. Das wird demnächst, in den nächsten Wochen, irgendwann auch in den Master, also in den Entwicklungsbranch landen. Dann habe ich schon ein paar Beispiele vorbereitet. Hier einfach mal eine Standardanwendung mit dem Layer-Switcher, habe ich es jetzt mal genannt. Kennt man auch vom Open Layers 2 von früher, hatte sowas standardmäßig auch drin, einfach, dass sie die Visibilität von ihren Layern interaktiv steuern können. Hier rechts sehen Sie ein Fenster, was quasi das Feature hier wurde angeklickt über unsere Selektionsinteraktion und hat dann quasi die Attribute aufbereitet, um quasi so eine Art Feature-Info, nenne ich es mal, darzustellen. Das ist das generische Attributfenster, hatte ich eben auch kurz erwähnt. Das können Sie quasi an jeden Vektor-Layer dranhängen. Im Moment noch in der HTML-Konfiguration gibt es irgendwie ein Attribut Selectable oder so oder Selection. Müsste ich jetzt nachschauen. Und dann können Sie quasi, wird automatisch eine Select-Interaction an den Layer gebunden und Sie können dann quasi draufklicken und kriegen einfach die Attribute von dem Feature, was Sie geklickt haben, aufgelistet in tabellarischer Form. Sie können das auch so gestalten, dass es quasi für die ganze Map gilt. Wenn Sie dann kein Feature treffen, werden einfach so wie hier unten die Koordinaten, die Sie geklickt haben, angezeigt. Dann hier ein Messwerkzeug, kennt man auch aus diversen Anwendungen, können Linien und Flächen messen, relativ rudimentär, aber das reicht eigentlich für viele Anwendungen schon aus. Hier mal eine schöne Anwendung, die ich für einen Kunden quasi gemacht habe, mehr oder weniger Bleeding Edge mit unserem VacU-Projekt. Da ging es um Verkehrsdatenvisualisierung, also der Kunde hatte quasi seine Verkehrsdaten in einer PostGIS-Datenbank und da haben wir einen Geo-Server draufgesetzt mit der Vektorteilserweiterung. Das heißt, die Verkehrsdaten an sich sind als Vektorteils geladen und haben dann einfach eine kleine UI dazu gebaut, um so wie Sie es bei Google Maps vielleicht kennen, so ein Timeslider und dann verändert sich die Verkehrsdichte, nenne ich es jetzt mal, über die Zeit. Das können Sie dann interaktiv machen. Das ist auch ganz schön. Was ich vorhin nicht erwähnt hatte, das Ganze ist auch responsive, also es funktioniert auch auf Tablets und auf Smartphones. Und ein weiterer wichtiger Punkt, das sieht jetzt gar nicht so sehr spektakulär aus, das ist absoluter Work in Progress. Das habe ich nur hier aufgeführt, das ist ein Projekt, was wir jetzt aktuell anfangen. Und da geht es darum, diese Kartenanwendung in ein WordPress einzubetten. Das heißt, die Surrounding, also die umgebende Anwendung, ist quasi ein WordPress. Und das Schöne ist, Vue.js bringt das quasi mit vom Konzept her, dass es nicht nur Standalone Single-Page-Applications sind, sondern dass man das in jegliche HTML-Elemente rendern kann, sodass ich quasi nicht nur Standalone-Applikationen habe, sondern relativ einfach, indem ich in meinem WordPress einfach ein HTML-Element erzeuge, ein Div, gebe dem eine entsprechende ID und dann rendert sich die WacU-App direkt da rein und somit habe ich quasi den Connect in jegliches CMS. So, dann bin ich auch schon durch. 2 Minuten Puffer eingebaut. Ja, vielen Dank für diesen schönen Talk, schönen Überblick. Gibt es Fragen aus dem Auditorium? Trauen Sie sich ruhig. Ich sehe, hier möchte niemand eine Frage stellen. Christian, vielleicht zeigst du mal das GitHub-Repo davon und zeigst mal, ob man da vielleicht irgendwie, also wie man am besten da kollaborieren kann, wo man eine Issue machen kann, was du dir wünschen würdest, wie da vielleicht mehr Leute drankommen. Du hast eben gesagt, du stellst es hier vor in einem frühen Stadium und vielleicht kann man das mal zeigen. Ja. Die 2 Minuten können wir ja aufnehmen. Ja, das ist sehr gut. Ist ja eine Open-Source-Konferenz, das darf man nie vergessen. Ich habe das in meinem anderen Talk auch gesagt. Machen Sie da ruhig mit, ne? Machen Sie mal eine Issue auf oder
fixen irgendwo einen Rechtschreibfehler oder schreiben einen Unit-Test. Genau, also wenn Sie auf unseren Firmen-GitHub-Account gehen, github.com/maximum/regu, finden Sie das Projekt-Repository. Hier ist der Code, wie gesagt, können Sie sich runterladen. Es gibt auch hier mal ein Screenshot. Wir haben auch, im Rahmen des OSGEO Code Sprints, der die Woche stattfindet, wo der Marc und ich Montag und Dienstag teilgenommen haben, haben wir es auch noch geschafft, dass automatisch immer der aktuelle Stand als Demo-Applikation deployed wird. Das heißt, Sie können auch hier auf den Link gehen, können sich das Ganze mal live anschauen, können mal ein bisschen rumspielen. Ansonsten war quasi in dem Zuge des OSGEO Code Sprints, habe ich heute Morgen eine Mail bekommen aus Brasilien. Ich weiß ehrlich gesagt, wie die Wege da manchmal sind, weiß ich gar nicht. Hat sich eine Dame bei mir gemeldet, die Interesse bekundet hatte und würde gern was beisteuern. Und hatte mich gefragt, was denn noch fehlen würde. Da habe ich gesagt, okay, es fehlt noch so viel. Aber hier habe ich jetzt tatsächlich mal eine einfache Issue erstellt mit einer Komponente. Quasi so ein Zoom to Max Extend Button, also dass man wieder auf den Knopf drückt und wieder auf seinen initialen Kartenausschnitt kommt. Das ist so eine schöne Beginneraufgabe und habe ihr das quasi geschickt. Ich bin mal gespannt, ob da jetzt was zurückkommt. War eine ganz tolle Sache, wie gesagt, wie da die Wege genau waren, wie die Dame jetzt da so schnell drauf gekommen ist, aber so ist es manchmal. Also ich bin sehr froh, dass es so war und es zeigt, wie cool das ganze Konstrukt mit OSGEO und FOSGIS und Open Source eigentlich so ist. Und wenn Sie was beisteuern wollen, können Sie hier auch Pull Requests eröffnen. Und doch noch eine Frage im Auditorium. Ja, abgesehen davon, dass ich jetzt Hunger habe. Die relativ schnelle, kurze Frage, die Codebeispiele, die du eben gezeigt hast, gibt es die auch auf dem GitHub oder irgendwelche Codebeispiele? Ja, dazu? Genau, das ist das, was ich gesagt habe. Ne? Das sehe das Ganze eher so als Template und nicht so sehr als Library. Und ich habe quasi so eine Art App-Template angelegt, was quasi eine fertige WebView-App ist, die einfach mal alle Komponenten drin hat. Und da kannst du da quasi nachgucken, kann ich dir auch kurz zeigen, wie das funktioniert und dann... aktuell ist es so, du kopierst dir halt das Template und passt es nach deinen Bedürfnissen an. Da können wir in der Zukunft auch noch, habe ich noch Ideen, wie man das noch ausreizen kann und besser machen kann. Aber das wäre so der Startpoint. Du gehst in den Source-Folder und dann siehst du hier die WebView-App. Und das ist einfach mal hier alles, was es im Moment gibt, quasi drin. Und dann kommst du auch klar. Also gut, eine schnelle Frage könnten wir vielleicht noch schaffen. Ansonsten könnten Sie jetzt die Räume wechseln. Vielen Dank nochmal, Christian. Sehr schöner Vortrag. Sie können aber auch bleiben.